Moskau. Dort bricht sich Kreml. Ja. Kreml, das ist Universität. Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland. Mit unserem Maßstab, unsere Atomwaffen, unsere Möglichkeiten in verschiedenen anderen Gebieten. Aber das ist altes Denken. Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Nee, ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Das Volk hat derzeit allerdings sehr unterschiedliche Erwartungen. Und manche erwarten von Wladimir Putin überhaupt nichts mehr. Sibirien, 5 Flugstunden von Moskau. Putin hat für das Wochenende eine Auszeit genommen. Keine Treffen, keine Demonstranten, keine lautstarken Forderungen, die politische Bühne zu räumen, in Rente zu gehen. Die Temperatur liegt bei 37 Grad unter Null. Hier werden Konflikte noch auf traditionelle Art und Weise geregelt. Die nächste kleinere Stadt ist eine Hubschrauberstunde entfernt. Putin liebt die Pose des Jägers. Die Rolle des Gejagten muss er lernen. Wladimir Putin und sein Freund Sergei Shoigu, im Hauptberuf Minister für den Katastrophenschutz, wollen Rotwild schießen. Letzte Vorbereitungen für die Jagdpartie. Dass alles Übel in Russland jetzt seinen Namen trägt, hat ihn getroffen. Es ist persönlich. Ein Angriff auf einen Lebensentwurf, auf seine Vergangenheit. Er hat zwar öffentlich die Flucht nach vorne angetreten und die Demonstrationen in Russland als das Natürlichste der Welt bezeichnet, nur abgenommen hat ihm das kaum einer. Und die Opposition sowieso nicht. Und so sind an dem Wochenende auch nur wenige mit von der Partie. Ausschließlich Männer. Einige Freunde. Bodyguards.
Stille, Distanz und Loyalität ist das, was er in diesen Tagen will. Selbst ist sich Wladimir Putin keiner Schuld bewusst. Zumindest nicht formal. Putin ist Jurist. Ich hätte die Verfassung ändern und auf mich zuschneiden können. Viele haben mich darum gebeten, aber ich habe mich geweigert. Ich bin der Meinung, dass es grundlegende Werte gibt, an die sich das Land gewöhnen sollte. Der Aufmarsch zum Parteitag, der Wladimir Putin zum dritten Mal für das Präsidentenamt nominiert. Die einen werden wählen, die anderen klatschen. Die Krönungsmesse ist generalstabsmäßig geplant. In der Garderobe wartet der Präsident auf Abruf, Dmitri Medvedev, zusammen mit seinem Nachfolger, der auch sein Vorgänger ist, auf das Signal zum Einzug. Präsident der Russischen Föderation, Dmitri Anatolievich Medvedev. Präsident der Russischen Föderation, Lider Partei Единая Россия, Владимир Владимирович Путин. Auch wenn der Hallensprecher Medvedev zuerst nennt, die Rufe gelten nur Russland und Wladimir Putin. Der Westen hat voll auf Herrn Medvedev gesetzt. Er hat mehr oder minder gesagt, Putin ist ein autoritärer Mensch. Wir haben darüber schon diskutiert. Wenn jemand aus dem Westen auf irgendwelche Personen oder einzelne Politiker in Russland setzt, ist das ein Riesenfehler. Man sollte nicht auf einzelne Personen, sondern auf das Volk Russlands setzen. Die Regie überlässt nichts dem Zufall. Da ist der verdiente General, der nur einen Kandidaten kennt. Liebe Freunde, ich bitte die Kandidatur von Wladimir Wladimirovich Putin bei der Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation zu unterstützen. Dann der dynamische Jungunternehmer mit der gleichen Forderung. Und schließlich die Frau und Mutter aus dem Volk. Heute ist in Russland auch Muttertag. Ich unterstütze die Kandidatur von Wladimir Wladimirovich Putin für den Posten des Präsidenten. Denn wir Mütter, die kinderreichen Mütter und Mütter von Adoptivfamilien, setzen große Hoffnung auf ihn. Und schließlich zeigt der neue und alte Hoffnungsträger der Partei, warum er und nicht Medvedev der Mann der Stunde ist. Wenn die Menschen Russland rufen und Medvedev und Putin, dann ist das gut. Danke. Aber wenn sie Russland rufen, sollen alle zu hören sein. Also nochmal. Die Journalisten dürfen die Inszenierung nur außerhalb des Saales verfolgen, als Live-Übertragung per Video. Eine Art
russische Echtzeit. Drinnen braucht das Staatsfernsehen den Platz für die landesweite Übertragung. Und da stören Journalisten nur. Die Partei wird den Kandidaten bestätigen. Mit exakt 100%. Natürlich üben unsere politischen Gegner viel Kritik wegen der Pressefreiheit und so weiter und so weiter. Aber sie können es ja tun. Sie haben die Möglichkeit, das alles öffentlich und sehr aktiv vorzutragen, zu demonstrieren. Die Medien funktionieren ganz normal und werden Gott sei Dank nicht behindert. Das belegt, dass sich unsere Gesellschaft so aufgestellt hat, dass es kein Zurück mehr gibt in die Vergangenheit. Mit der Einschränkung, dass bislang keine andere Partei ihre Kandidatenkür im staatlichen Fernsehen live und landesweit zelebrieren kann. Daran, dass Wladimir Putin gewinnt, zweifelt niemand. Er hat selbst schon mal seinen alten Freund, den einstigen Verteidigungsminister Sergei Iwanow, in den Kreml geschickt, um die Rückkehr in das höchste Amt vorzubereiten. Einen reellen politischen Gegner hat Putin momentan nicht. Eine zweite Wahlrunde kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber erstens weiß ich genau, dass er sich vor der zweiten Runde nicht fürchtet. Und zweitens, wenn es denn überhaupt eine zweite gibt, was ja noch überhaupt nicht sicher ist, dass er sie gewinnt. Er gewinnt sie sicher. Business as usual in Moskau. Wer Geld und Beziehungen hat, sitzt an diesem Abend im Bolschoi-Theater. Die Kathedrale der gehobenen Gesellschaft öffnet nach Jahren der Renovierung wieder ihre Pforten. Es ist das gesellschaftliche Ereignis. Kulturelle Hochämter dieser Art sind ihm eher fremd. Er übt Eishockey. Und weil er das Spiel mit der flachen Gummischeibe nur mäßig beherrscht, trainiert er gelegentlich auch über Stunden alleine in einer leeren Vorstadthalle. Distanz zu den Neureichen und seinem Vorgänger ist hilfreich im Wahlkampf. Eishockey ist Volkssport. Im russischen Sotschi sind 2014 Olympische Winterspiele. Dann ist Putin 62.
Er könnte als Präsident die Spiele mit einer Fahrt über die glitzernde Eisfläche eröffnen. Da ist es von Vorteil, halbwegs sicher auf Kufen zu stehen. Und dafür spielt er, wenn es sein muss, auch stundenlang. Petersburg, die wichtigste Stadt Russlands nach Moskau. Hier ist Wladimir Putin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Damals hieß Petersburg noch Leningrad. Seine beiden älteren Brüder hat er nie gesehen. Sie sind lange vor seiner Geburt im Kindesalter gestorben. Ich war die meiste Zeit im Hof, mit den anderen Jungs. Die waren alle so wie ich. Oligarchen gab es da nicht. Und Parteifunktionäre auch nicht. Die wohnten alle woanders. Bei uns lebten die Leute aus Arbeiterfamilien, Jungen und Mädchen. Wir tummelten uns die meiste Zeit im Hof. Da spielte sich das ganze Leben ab. Von morgens bis abends, manchmal bis spät in die Nacht. Dann kamen die Eltern nach Hause und riefen uns herein. Wir hatten in der Kommunalwohnung ein Zimmer von 24 bis 25 Quadratmetern, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Dann gab es da noch eine Familie mit 3 Personen und noch eine weitere Familie mit 2 Personen. Kaum eine andere Stadt hat während des Zweiten Weltkriegs so gelitten. 871 Tage lang belagerten deutsche Truppen Petersburg und schnitten die Bewohner von der Versorgung ab. Hunderttausende starben. Putins Vater wird als Soldat schwer verletzt. Die Eltern überleben und machen in den Jahren danach das Trauma vornehmlich mit sich selbst ab. Ich kann nicht behaupten, dass wir eine sehr emotionale Familie waren. Dass wir alle gegenseitig irgendwas erzählten, uns austauschten. Nein. Jeder lebte irgendwie in sich selbst. Naja, wir verstanden uns andererseits schon gut. Meine Eltern sind ja all diese Jahre zusammengeblieben, bis zum Ende ihres Lebens. Und trotzdem kannte ich nicht viel Emotionales, überschwängliche Heldentaten, irgendwelche Schwierigkeiten oder Tragödien. Sie mochten nicht darüber reden. Sie mochten es nicht. Papa war, знаете, такой пролетарий. Der Vater war ein echter Proletarier. Er hatte aber immer etwas an Wladimir auszusetzen. Natürlich liebte er seinen Sohn, aber er hatte irgendwie Angst davor, zu gutmütig zu wirken. Seine Mutter war allerdings die Güte in Person. Es ging ihr immer darum, Konflikte zu vermeiden. Alles war gut, alles sollte friedlich ablaufen, bloß keine Konflikte. Sein Vater war da schon ganz anders. Arbeiterklasse eben. In der Sporthalle trifft sich Putins Judo-Verein. Hier hat er als Jugendlicher trainiert. Sich zu behaupten, sich durchzusetzen, hat den eher schmächtigen Wladimir Putin schon von Kindesbeinen an beschäftigt. Sie haben absolut recht, vollkommen recht. Warum kam ich zum Sport? Am Anfang waren wir alle gleich. 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Wir rannten alle im Hof rum. Als wir älter wurden, so mit 13, 14, da hat sich das verändert. Jeder entwickelte sich anders. Einige wurden größer und stärker, gesünder als andere, wurden körperlich überlegen. Charaktereigenschaften allein reichten nicht mehr aus, um natürlicher Anführer zu bleiben. Und da brauchte ich Instrumente, um meine Stellung im Rudel aufrechtzuerhalten. Ich
sein Bestes für den Sieg und das Ergebnis zu geben. Die Erfahrung zu sammeln, wie man in solchen Situationen handeln muss. Das halte ich alles für wichtig. Den Charakter formen. Der Sport spielt in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Es kommt darauf an, sich selbst mobilisieren zu können, sich völlig auf das Erreichen eines bestimmten Ziels konzentrieren zu können. All das gibt einem der Sport. Spielregeln einzuhalten, auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als gleichwertiger Spieler respektiert zu werden, darum geht es Wladimir Putin seit Beginn seiner politischen Karriere. Schon 2001, als der neue Präsident im Deutschen Bundestag spricht, schwingt die Enttäuschung mit, dass der Westen nach anfänglicher Euphorie für das neue Russland auf alte Rezepte setzt. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese Entscheidungen zu verwirklichen. Wollen uns fragen, ob das normal ist, ob das echte Partnerschaft ist? In Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden, heimlich leisten wir weiterhin Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO, mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die Probleme des Abwehrraketensystems einigen und so weiter und so fort. Und seitdem die NATO direkt an den Grenzen zu Russland Raketen aufstellt, demonstriert Russland auch Stärke und rüstet auf. Das Argument der NATO ist, für den Raketenschild errichtet sich nicht gegen Sie, sondern errichtet sich gegen den Iran. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Zum Ende eines Arbeitstages tut es gut. Ich fahre jetzt gut gelaunt heim. Что касается нас, ну почему это у нас вызывает озабоченность? Was uns betrifft, warum sind wir besorgt? Diese Radaranlagen und diese Abwehrsysteme decken unser Territorium bis zum Ural ab. Sie neutralisieren einen Teil unserer landgestützten Nuklearwaffen, was wiederum die Grundlage unseres Abwehrpotenzials ausmacht. Allen Fachleuten ist das klar. Und dann kommen sie zu uns und sagen: Keine Bange, Jungs, wir bauen das zwar auf, aber wir werden das nicht gegen euch einsetzen. Wir sind doch die Guten. Schaut uns in unsere ehrlichen Augen. Aber so macht man das doch nicht. Und deswegen habe ich auch so gelacht. Dabei hatte alles vielversprechend angefangen. Damals, 2001, als sich die beiden Präsidenten von Russland und der USA zum ersten Mal begegneten. George W. Bush war offenkundig angetan von dem neuen Mann im Kreml. Präsident Bush, können die Amerikaner diesem Mann vertrauen? Ich beantworte Ihnen diese Frage. Ich habe diesem Mann in die Augen gesehen. Ich fand ihn sehr direkt und vertrauenswürdig. Wir hatten einen sehr guten Dialog und ich habe einen Eindruck seiner Seele erhalten. Ich finde, er ist charakterlich ein sehr anständiger und feinfühliger Mensch. Aber er war US-Präsident und er musste seine Pflicht erfüllen. Er hat so gehandelt, wie er es für richtig hielt, wie das Team um ihn herum, seine Experten, das für richtig befanden. Ich finde allerdings, dass seine Entscheidungen häufig fehlerhaft waren. Moskau feiert den Sieg über Nazi-Deutschland. Die Vorstellung, Russland könnte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion noch weiter auflösen, ist Putins Albtraum.
Dass Teilstaaten wie Tschetschenien sich abwenden und das größte Land der Welt nach und nach in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, ist jenseits seiner Vorstellung. Für Russlands Größe nimmt er auch einen Krieg in Kauf, der Tausenden von Zivilisten den Tod bringt. Aber auch viele russische Soldaten sterben. Das war ein hoher Preis. Ein sehr hoher Preis. So etwas bleibt für immer in Erinnerung. Aber ich bin mir sicher, wären wir damals nicht konsequent geblieben, hätten wir Schwäche gezeigt, so wären die Folgen schrecklich und die Zahl der Opfer viel höher. Russland wäre in eine unendliche Folge von blutigen Lokalkriegen hineingezogen worden. Und wir hätten ein zweites Jugoslawien bekommen. Sie sind kein Diplomat von Hause aus. Конечно нет. Überhaupt nicht. Я просто говорю то, что думаю. Ich sage einfach, was ich denke und glaube. Es ist die richtige Verhaltensweise. Ich achte nicht darauf. Ich weiß, dass ich ehrlich rede. Mit meinen Gegnern, mit meinen Freunden, mit politischen Konkurrenten. Mit allen Menschen führe ich ehrliche Gespräche und sage, was ich denke. Sie setzen Splitterbomben ein und wollen in Tschetschenien den Terrorismus ausrotten. Rotten Sie damit auch die Zivilbevölkerung aus? Wollen Sie ein radikaler Islamist werden und sich beschneiden lassen? Ich lade Sie nach Moskau ein. Wir sind multikonfessionell und haben gute Spezialisten. Ich werde jemanden anweisen, Sie so zu beschneiden, dass nichts mehr nachwächst. Und gerade hier in diesem Gebäude habe ich gearbeitet als Referent. Der Arbeitersohn Wladimir träumt früh vom Auslandsgeheimdienst, vom Aufstieg in eine geheimnisvolle Elite, will für Volk und Vaterland ins Ausland reisen. Dafür studiert er Jura. Ich wusste, dass die Dienste bzw. die Menschen, die in der Aufklärung oder in der Abwehr arbeiten, selbstlos dienten, wie man bei uns zu sagen pflegte. Sie waren bereit, alles zu riskieren, um die hohen Ideale zu erreichen, selbst um den Preis ihres Lebens. Dies war in erster Linie mein Beweggrund. Ich fragte ihn, ich beispielsweise als Musiker, ich spiele Cello, mache Musik und kenne mich auf diesem Gebiet aus. Und was machst du in deinem Beruf? Ich kann mir vorstellen, dass du für Recht und Ordnung sorgst oder vielleicht was bewachst oder möglicherweise Kriminelle jagst. Nein, sagte er, ich bin Fachmann für Menschen, für menschliches Verhalten. Es war ziemlich sinnlos, ihn nach seiner Arbeit zu befragen. Naja, wenn jemand unbedingt erzählen will, dass er beim Geheimdienst arbeitet, dann hat er da nichts verloren. Haben Sie Ihrer Frau vor der Ehe gesagt, dass Sie KGB-Agent sind? Sie wusste lange nichts davon. Später erzählte ich es ihr natürlich, denn sie sollte ja wissen, wen sie da heiratet. Während Putin für 5 Jahre im fernen Dresden als Spion stationiert wird, verändert sich in Moskau die politische Landschaft. Im greisen Politbüro kommen neue Leute an die Spitze. Der Anfang vom Ende des Sowjetreiches. Wir spürten nicht wirklich, was dort vor sich ging.
Es war aber auch schwer zu spüren, denn die Gesellschaft war ja sehr verschlossen. Sogar wir, die Mitarbeiter des Sicherheitsapparates, konnten uns schwer vorstellen, was in den höheren Machtetagen vor sich ging. Nun ja, da kam also Gorbatschow und es fanden irgendwelche Veränderungen statt. Die Perestroika. Nicht nur Moskau ändert sich. Der neue Mann, Michail Gorbatschow, verkündet auch in der DDR den Verbündeten den anderen Kurs. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und wer die Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben, das ist eine normale Erscheinung. Gorbatschows Worte sind der Anfang vom Ende der DDR. Dresden, einige Wochen später. Nicht nur hier gehen die Demonstranten auf die Straße. Sie stürmen die Zentrale der Staatssicherheit und ziehen auch vor die Niederlassung des KGB. Wir hatten folgende Anweisung: sich nicht einmischen und die Bürger der DDR nicht daran hindern, ihre inneren Probleme zu lösen. Ich ging raus zu den Menschen und fragte sie, was sie denn bräuchten. Sie wollten das Objekt gern in Augenschein nehmen, weil sie es für ein Objekt der Stasi hielten. Ich sagte ihnen, nein, das ist ein Gebäude der sowjetischen Armee. Die nächste Frage war, warum ich so gut Deutsch spreche. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, dass ich Dolmetscher bin. Lebensentwürfe wie diese haben in Moskau nicht mehr viele. Der Traumberuf Agent ist verblasst. Die Sowjetunion vor 2 Jahrzehnten aufgelöst. Für die meisten eine gefühlte Ewigkeit, die nichts mit ihnen zu tun hat. Ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto. Auch für Putin haben sich die Lebensverhältnisse längst geändert. Die Erinnerung an damals ist aber jederzeit abrufbar. Dass einer wie er sich in den Wirren der 90er Jahre durchgesetzt hat und noch immer an der vordersten Front steht, lässt nur wenig Selbstzweifel aufkommen. Putin ist angekommen. Geschlagen gibt sich einer wie er noch lange nicht. Moskau und die Proteste sind schließlich nicht Russland. Die Wahlen werden auf dem Land gewonnen. Facebook-tauglich, weiß Putin, wird er sowieso nicht mehr. Das Weiße Haus in Moskau, der Sitz des Premierministers. Antritt zur Kabinettssitzung. Wladimir Putin erscheint in der Regel erst, wenn seine Mannschaft Platz genommen hat. Die Mannschaft weiß das. Anti-autoritäre Erziehung war zu Zeiten der früheren Sowjetunion kein pädagogisches Konzept. Und daran hat sich im heutigen Russland nicht viel geändert. Es geht um Frontalunterricht. An der jeweiligen Rollenverteilung, wer Lehrer und wer Schüler ist, besteht seit Zarenzeiten kein Zweifel. Doch zum Ärger seiner Berater ist der Lehrer Wladimir Putin kein Freund von Hire and Fire. Er ist sehr lange loyal zu denen, die er ausgesucht hat. Und so haben auch unpopuläre Minister gute Chancen zu überleben. Putins Stärke liegt nicht zuletzt darin, die unterschiedlichen Interessen der Machtzentren zu moderieren.
Unser Kabinett besteht aus zwei Fraktionen. Die eine Fraktion setzt darauf, dass der Staat starken Einfluss auf die Wirtschaft nimmt und besteht verstärkt auf Regulierung und staatlichen Investitionen. Die andere Fraktion, der liberalere Flügel, setzt auf die klassischen Marktmodelle und die Privatwirtschaft und darauf, dass die Regierung transparente Spielregeln schafft. Früher pilgerten gerne die Zaren einmal im Jahr zu dieser Stelle nach Zarskoje Selo, dem kleinen Städtchen außerhalb von Petersburg. Wladimir Putin hat den Brauch gern übernommen, um einen der Großen des Landes zu ehren. Alexander Sergejewitsch Puschkin, den russischen Nationaldichter. Jenen Mann, der einst gegen Napoleon Front machte und damals dafür sorgte, dass man am russischen Hof wieder Russisch und nicht mehr Französisch sprach. Die wenigen, die noch irgendeine halbwegs direkte Verbindung zu dem toten Dichter nachweisen können, dürfen Blumen ablegen. Für Wladimir Putin ist das ein Heimspiel. Seine Leute. Hier ist seine Popularität ungebrochen. Ein gefahrloses Bad in der Menge. Er war Putins größter Förderer, Boris Nikolajewitsch Jelzin, der streitbare Präsident mit demokratischen Ambitionen. Jelzin hatte Wladimir Wladimirowitsch Putin im Kreml protegiert, nachdem der arbeitslose Kommunalpolitiker Putin dort 1996 in der Verwaltung angefangen hatte. Sie haben eine rasante Karriere gemacht, innerhalb von 4 Jahren zum höchsten Amt dieses Landes aufgestiegen. Wer hat Sie gefördert? Niemand. Ich hatte ja niemanden. Keine Unterstützung. Das hatte ich alles nicht. August 1991. Einigen Funktionären der KPDSU geht die Öffnung Gorbatschows zu weit. Sie putschen und werden vom KGB unterstützt. Es ist die große Stunde von Boris Jelzin. Er stützt Gorbatschow. Der Staatsstreich scheitert. Und Wladimir Putin überkommen erstmals Zweifel an seiner Rolle. Это интересный очень момент. Это было
Ja, das war ein sehr spannender Moment. Es war während des sogenannten Putsches. Da wurde mir meine doppelte Rolle bewusst. Zum einen war ich ein sehr enger Mitarbeiter einer Führungspersönlichkeit der demokratischen Opposition. Gleichzeitig war ich allerdings KGB-Mitglied geblieben. Und diese Organisation hatte ja den Staatsstreich aktiv unterstützt. Die Doppelrolle, in der ich war, war einfach unhaltbar. Und so habe ich ein Kündigungsgesuch geschrieben, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Der Umbruch in Russland, die Perestroika, war für viele ein Desaster. Staatliche Strukturen funktionieren nicht mehr. Viele Menschen können kaum überleben. Das war der Grund, warum auch Putin gleich nach seiner Rückkehr aus der DDR einen anderen Job suchte. Jeder sah, dass die Sowjetunion kurz vor dem Zusammenbruch stand. Die Nähte waren schon kurz vor dem Platzen. Es gab auch keine Gewissheit mehr, dass die Sicherheitskräfte wie bisher weiter existieren würden. Es wurde von Kürzungen geredet. Und natürlich dachte ich darüber nach, wie es nun weitergehen sollte. Ich erinnere mich noch genau daran. Ich musste ja auch zwei Kinder ernähren. Ich dachte, gut, ich habe ja auch noch eine zivile Ausbildung. Ich habe Jura studiert. Putin lässt sich vom Geheimdienst freistellen, arbeitet an der Universität. Dann bekommt er von seinem einstigen Juraprofessor Anatoli Sobchak ein Angebot. Der ist unterdessen zum Bürgermeister der Stadt Petersburg avanciert. Sobchak ist Anhänger der Perestroika und ein guter Bekannter Jelzins. Er bot mir an, zu ihm zu wechseln. Ich hörte mir sein Angebot an und sagte, ich würde gerne für Sie arbeiten, aber vermutlich wird es nicht möglich sein. Ich bin nicht nur Assistent des Unirektors, ich bin ein Offizier der Auslandsaufklärung des KGB der UdSSR. Putin macht trotzdem schnell Karriere. Bald ist er stellvertretender Bürgermeister der Millionenstadt. Es war damals die schwierigste Zeit in Petersburg. Ende 1991 waren weder die Sowjetunion noch Russland existent, geschweige denn irgendeine Machtstruktur. Die Kriminalität war sehr hoch, auch in der Wirtschaft. Wladimir Putin nutzte sicher seine Agentenerfahrung und arbeitete sehr energisch mit Unternehmern und Betriebsleitern. Er verfügte über ausgezeichnete Informationen und hatte, denke ich mal, die Lage bestens im Griff. Sobchak vertraute ihm, aber viele in Petersburg hatten Angst vor ihm. Wir müssen angemessen reagieren. Greifen uns Verbrecher an, muss die Polizei unnachsichtig hart und brutal vorgehen. Nur so ist die Kriminalität noch zu bekämpfen. Für jeden getöteten Polizisten muss man 10 Verbrecher erschießen. Selbstverständlich im Rahmen der Gesetze. Wir wollten schon schlafen gehen und da sah ich, wie er ein Gewehr neben sich legte. Ich fragte ihn, was willst du mit dem Gewehr? Er erwiderte, auch wenn es im Falle eines Falles nicht wirklich hilft, aber so fühle ich mich sicherer. Er erwartete ständig, dass er aufgrund seiner Tätigkeit auch angegriffen würde, dass er von Kriminellen einfach umgebracht werden könnte. Und darauf hat er pragmatisch reagiert. Und Wladimir besorgte sich eben diese Pumpgun. '96 verliert sein Mentor Sobchak die Wahlen in Petersburg. Und Putin muss sich einmal mehr auf Arbeitssuche machen. Diesmal auch in der Hauptstadt, in Moskau. Große Ambitionen beim Umzug nach Moskau hatte ich nicht.
Ich bin auch nur deswegen nach Moskau gegangen, weil ich nach der Wahlniederlage des Oberbürgermeisters Sobtschak in Petersburg, zu dessen engsten Vertrauten ich gehörte, keine Chance hatte, in der neuen Stadtverwaltung einen Job zu bekommen. Am 1. August 1996 wurde ich zum stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung bestellt, als Jelzin die Wahl gewann. Ich wusste, dass Putin eine Stelle suchte, und ich schlug ihm vor, gemeinsam in der Präsidialverwaltung zu suchen. Im Kreml herrscht Chaos. Kaum ein Ministerpräsident hält sich länger als ein paar Monate. Der Pragmatiker Putin empfiehlt sich bald für höhere Aufgaben. Er arbeitete in der Kontrollverwaltung. Ich fragte ihn, was machst du da? Und er antwortete, ich habe ja alles unter Kontrolle und haue allen auf die Finger. Wladimir hatte ja schon immer Ambitionen. Sicher hat er nicht immer gern jemand auf die Finger gehauen. Aber er fand es schon richtig gut, dass man ihm nun große Dinge anvertraute. Dank seiner Effizienz steigt Putin schnell auf im inneren Zirkel der Macht. Jelzins Verwaltung ist marode. Putin wird bald Chef des FSB, des Geheimdienstes. Jenem Dienst, den er bereits vor Jahren in Petersburg quittiert hatte. Damals gab es wenige Persönlichkeiten an der Macht, die hartnäckig waren und hart durchgreifen konnten. Die Situation war schwierig und Putin war deswegen sehr gefragt. Nachdem er zum FSB-Direktor ernannt wurde, stieg sein Einfluss erheblich. Als er zum Chef des FSB ernannt wurde, hat er mich angerufen und mir angeboten, bei ihm als Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes zu arbeiten. Es sind die letzten Jahre der Ära Jelzin. In dieser Sitzung ist es wichtig zu planen. Regiert wird auf Zuruf und nach Alkoholpegel. Sie sitzen falsch. Stepaschin ist erster Stellvertreter. Richtig stellen. Sergej Vadimovich, Platz tauschen. Erster Stellvertreter ist Stepaschin Sergej Vadimovich. Stepaschin wird bald Ministerpräsident. 89 Tage später löst ihn Putin ab. Jetzt passt's. Tja, meine Ernennung zum Premierminister war im Grunde ziemlich kurios. Jelzin hatte mich eingeladen und sagte, Sie werden ernannt. Ich fragte nur, warum? Was sein muss, muss sein, sagte Jelzin. Später, als ich 3 Monate im Amt war, begriff ich, unter welchen Druck ich da geriet. Guten Tag. Ich setze mich nicht, weil ich nicht lange in diesem Sessel bleibe. Heute Morgen sprach ich mit dem Präsidenten. Er unterzeichnete meine Entlassungspapiere, dankte mir für meine Arbeit und feuerte mich. Meine Funktion übernimmt Wladimir Putin, Sekretär des Sicherheitsrats und Leiter des FSB. Noch bevor ich dieses Angebot bekam, wurde ich von Präsident Jelzin in den Kreml bestellt. Er teilte mir mit, dass er mich für den möglichen neuen Ministerpräsidenten hält und er mich später auch für das Amt des russischen Präsidenten vorschlagen würde. Das kam ziemlich unerwartet für mich. Und ich sagte, ich sei mir nicht sicher, ob ich für diesen Posten und für dieses Schicksal bestimmt sei. Er versuchte nicht, mich zu überreden, sondern sagte nur kurz, darauf kommen wir noch zurück. Überlegen Sie sich das Angebot erstmal. Später kam er tatsächlich darauf zurück und ich sagte zu.
Putin vereinte zwei sehr interessante Eigenschaften in sich. Er war Berater eines demokratischen politischen Anführers Russlands. Und da Putin Jelzin begleitete, vertraute ihm auch dessen Umgebung. Auf der anderen Seite hatte er auch einen starken Einfluss auf die Sicherheits- und Rechtsschutzstrukturen im Land. Boris Jelzin ernennt Putin 1999 zu seinem Nachfolger. Putin zeigt sich dankbar. Als erstes Dekret lässt der neue Präsident eine Garantie ausstellen, die Jelzin und die Seinen vor jeglicher Strafverfolgung schützt. Der Preis für die Macht? Fragen Sie doch Putin selbst. Ist doch normal. Putin создал прецедент. Putin schuf einen Präzedenzfall, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. Der Mensch, der an der Spitze der Macht steht, wird nicht verraten, nicht getötet, nicht aus einem Mausoleum getragen. Er wird nicht in einem Landhaus isoliert wie Chruschtschow, nicht durch den Dreck gezogen wie Brezhnev. Derzeit ist Wladimir Putin rastlos im Riesenreich Russland unterwegs. Er fliegt durch die neuen Zeitzonen, um persönlich nach dem Rechten zu sehen, wenn es sein muss. Für einen Einzelnen bei der Größe des Landes eine ziemlich hoffnungslose Aufgabe. Dabei hält er sich eisern an die selbstverordnete Regel, sich in schwierigen Situationen nichts anmerken zu lassen. Wenn Putin vor einer Tapete sitzt, könnte er im Zweifel auch die Farbe der Tapete annehmen, um Normalität zu signalisieren. Er muss regieren zum Wohl des Landes. Ein Mann, ein Auftrag. Mit allem anderen beschäftigt sich Putin offiziell erst dann, wenn es wirklich notwendig wird. Von Krise ist weder etwas zu spüren, noch redet er darüber. Wenn man mit ihm befreundet ist und kooperativ ist, wenn du zuverlässig bist, wird er dich nie im Stich lassen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Leben. Und in der Politik noch mal doppelt so wichtig. Und für einen Mann ganz besonders. Kein Verräter, kein Feigling zu sein und seinen Nächsten nicht im Stich zu lassen. Was sind seine negativen Seiten? Wenn er jetzt Rentner wäre, würde ich sie nennen. Er lässt sich kaum umstimmen. Er würde keinem Menschen verzeihen, der ihn einmal verraten, betrogen oder beleidigt hat. So etwas vergisst er nicht. Das vergisst er nicht. Ich verstehe Loyalität als Gegenteil von Aggressivität. Man sollte nicht aggressiv sein. Das bedeutet aber nicht, dass man eigene Interessen nicht schützen sollte. Im Gegenteil. Man muss das konsequent, hart und energisch tun. Es sind die Kämpfe der 90er Jahre, die Putin geprägt haben. Als der Staat pleite war und einige Superreiche in Wildwestmanier das Land plünderten. Es war einfach notwendig, die staatliche Verwaltung neu zu ordnen, um Ordnung zu schaffen, Disziplin einzuführen, was die politischen Prozesse und Gesetze anging, dass man Gesetze überhaupt befolgt.
Nicht um eine blutrünstige KGB-Herrschaft einzuführen. Kaum im Amt bestellt Putin die Oligarchen in den Kreml ein. Die Ansage ist deutlich. Sie sollen sich in Zukunft aus der Politik raushalten. Damals war die Lage sehr schwierig. Und die Oligarchen, von denen Sie gesprochen haben, hatten uneingeschränktes Sagen. Aber das war noch nicht alles. Der Staat war schwach und seine Institutionen ebenfalls. Als ich nach Moskau kam, wurde das noch deutlicher. Das stieß bei mir auf Gegenwehr und ich wollte schlicht und einfach für Ordnung sorgen. Die Treffen im Kreml häufen sich. Für Putin geht es um die grundsätzliche Klärung der Frage, wer hat die Macht im Staat? Der gewählte Präsident oder die Oligarchen? Reden wir über eine Situation, die erst kürzlich entstanden ist. Einige Aspekte sind zu politisch geworden. Dies zeigen die Handlungen der Vollzugsbehörden. Es geht um die grundsätzlichen Beziehungen zwischen den Unternehmen und dem Staat. Ja, wir stellten Forderungen. Ja, ich forderte, alle halten sich an die Gesetze. Ja, ich sagte, dass mit dem Raubbau an Russland nun Schluss sei. So in etwa. Aber alle kapierten das auch. Michail Chodorkowski hat eigene Pläne. Der Milliardär war innerhalb weniger Jahre mit dubiosen Geschäften und besten Regierungskontakten zu einem der reichsten Männer Russlands aufgestiegen. Er sagt dem neuen Präsidenten den Kampf an, finanziert die Opposition und setzt auf den Westen. Seinen Ölkonzern Yukos, die Nummer 2 im Land, will er an einen amerikanischen Ölmulti verkaufen. Dem Kreml wirft er Korruption vor. Putin kontert mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung. Es geht um die Frage, wer im Staat die Macht hat. Auf der nächsten Folie können Sie sehen, dass die Korruption in Russland jährlich 30 Milliarden Dollar kostet. Das sind 10-12% des Bruttoinlandsproduktes. Wie sind Sie zu Ihren Reserven gekommen? Diese Frage sollte Teil Ihrer Korruptionsdebatte sein. Und vergessen wir nicht die Steuer. Oder eher Steuerhinterziehung. Sie und ich haben bereits über dieses Problem diskutiert. Vielleicht gibt es deshalb so viele Bewerber für die Arbeit als Steuerprüfer. Monate später wird Chodorkowski wegen Steuerhinterziehung verhaftet und zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Anwälte wittern ein politisches Komplott. Wir haben ja den Europäischen Gerichtshof. Haben Sie Vertrauen in diese Institution? Sie haben das Urteil gelesen. In dem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs gibt es einen Punkt. Dort steht es schwarz auf weiß. Der Europäische Gerichtshof konnte keinen politischen Hintergrund im Fall Chodorkowski feststellen. Chodorkowski hatte im Dezember 2010 einen zweiten Prozess. Sie haben für einen Politiker sehr ungewöhnlich 10 Tage vor Urteilsverkündung mehr oder minder gesagt, Chodorkowski ist schuldig, was immer dabei rauskommt. Ich meinte das Urteil, das vorher gefällt wurde und bereits rechtskräftig war. Und was habe ich überhaupt gesagt? Ein Dieb gehört ins Gefängnis. Sind Sie da anderer Meinung? Seither ist Wirtschaft Chefsache. Auch die eine oder andere Pleite. Wie bei der Firma Proletarski, die Schiffsschrauben herstellt und sich jetzt nicht mehr über Wasser halten kann. Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Auf Putin ist Verlass, auch wenn er sich fürs Erste nur die Sorgen der Belegschaft anhört.
Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihnen der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin. Der nahm sich der Sache ganz persönlich an, nachdem ein Appell von Präsident Medvedev nicht geholfen hatte. Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geiseln genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska, haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung. Oleg Deripaska ist einer der reichsten Männer Russlands. Geben Sie mir meinen Stift zurück. Heute steht keine Firmenrettung an. Wladimir Putin hat Höheres im Sinn und er hat es eilig. Am Flughafen bringen die Mönche eine besondere Schatztruhe in Position. Und Putin will unbedingt dabei sein. Deswegen hat die Kirche die Zeremonie in die VIP-Lounge des Flughafens verlegt. Aus dem fernen Athos hat die griechisch-orthodoxe Kirche ihren Brüdern in Moskau eine Reliquie der besonderen Art überlassen. Den Gürtel der heiligen Jungfrau Maria. Das heilige Schmuckstück hat das Kloster Athos seit Jahrhunderten nicht verlassen. Und bevor der Gürtel in Russland auf Tournee geht, möchte Wladimir Putin ihn sehen. Und nicht nur er. Das halbe Kabinett ist angetreten, egal ob gläubig oder nicht. Und nach Putin werden sich innerhalb weniger Wochen Hunderttausende in Russland aufmachen, um es ihm gleich zu tun. Es sind auch Gesten wie diese, die Putin noch immer wirkungsvoll einsetzt. Ein Ball zu Ehren des russischen Olympischen Komitees. Die Gästeliste umfasst die derzeitigen Größen der Moskauer Society. Größen aus Sport, Politik und Geldadel,
deren Karrierehöhepunkte auch schon länger zurückliegen. Putin hat sich angesagt. Die zentrale Frage des Abends lautet: Kommt er alleine oder in Begleitung? Und wenn ja, mit wem? Er kommt alleine. Präsident des Russischen Föderations, Wladimir Wladimirovich Putin. Viele westliche Politiker spannen ihre Familie mit in die Politik ein. Sie machen das nicht. Несколько причин. Во-первых, по соображениям безопасности. Первое. Во-вторых, aus mehreren Gründen. Воспитательным соображениям. Zum einen aus Sicherheitsgründen. Мои дети. Zum anderen aus Gründen der Erziehung. Привыкли жить как рядовые граждане. Есть еще соображение. Третье. Meine Kinder sind es gewohnt, als einfache Bürger zu leben. Es gibt aber auch noch einen dritten wichtigen Aspekt. Das russische Volk hat mich gewählt und unterstützt. Es hat diese Erwartungen nicht an meine Familie, sondern an mich. Die Parteispitze Vereinigtes Russland ist zum Rapport angetreten. Der Satzungszweck des Vereins lässt sich mit zwei Worten beschreiben. Und die heißen Wladimir Putin. Er ist zwar ihr Chef, aber selbst nicht Mitglied, was wohl nur in Russland möglich ist. Heute spricht der Parteichef den seinen Mut zu und verweist auf Erfolge vergangener Tage und das, was zu tun ist. Die Lage ist ernst. Die Umfragewerte sind im Keller, seitdem die Opposition der Regierungspartei erfolgreich das Label Partei der Gauner und Diebe verpasst hat. Das Spitzentreffen hat nur eine Funktion, zu demonstrieren, dass die Partei noch existiert. Nur mit dem Spannungsverlust im eigenen Haus haben die Manager nicht gerechnet. Schon vor 10 Jahren habe ich für mich eine feste Regelung beschlossen. Als ich 1999 zum ersten Mal Premierminister und dann Präsident wurde, war die Lage in Russland sehr schwierig. Ich musste damals sehr viele Entscheidungen treffen, die nicht gesellschaftskonform waren. Ich war mir aber sicher, dass ich richtig handelte. Das Gefühl, die richtigen Entscheidungen für das Land zu treffen, verleiht Kraft. Es hat mich bis heute nicht verlassen. Und so hat Wladimir Putin fürs Erste noch einmal die Schlagzahl für seine landesweiten Besuche erhöht. Russland ist groß. Allein der Flug in das kalte Städtchen Magadan dauert über 8 Stunden. Die Termine dort erledigt er in 4 Stunden.
Putins Welt als Wille und Vorstellung ist an ihre Grenzen gekommen. Das ist ihm in den letzten Wochen klar geworden. Jetzt, sagt er, will er als Präsident in den nächsten 6 Jahren einen Nachfolger suchen. Einen, wie er sagt, der die nationalen Interessen Russlands vertreten kann. So wie Wladimir Putin. Doch die Spielregeln wird er diesmal nicht mehr allein bestimmen. Seine Gegner werden die Auseinandersetzung mit ihm nicht mehr im Schongang führen. Das Klima hat sich verändert. Es ist Putins Endspiel. Dass er und seine Bodyguards an diesem Abend gegen die Leibwächter von Noch-Präsident Medvedev eine kräftige Niederlage kassieren, ist angesichts kommender Schlachten nur Anlass für einen sarkastischen Kommentar. Meine Herren Offiziere, anlässlich des Sieges der Mannschaft von Medvedev lade ich euch auf ein Bier ein. Das Turnier ist ja beendet. Ha, ha, ha.